So, ihr Lieben, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil, wer passt zu wem oder auch nicht. Heute sind es der Löwe, die Jungfrau, die Waage und der Skorpion. Die genauen Daten für den Beginn und den Schluss der Tierkreiszeichen wechseln nach dem Geburtsjahr. Das hängt mit dem Stand der Sonne zusammen, der in den einzelnen Jahren um etliche Grade variiert. Also, wer passt zu wem oder auch nicht? Wir beginnen mit dem Löwe vom 23. Juli bis 23. August. Löwe passt sehr gut zum Schütze und zum Widder. Passt gut zur Jungfrau, Waage, Zwillinge und Krebs. Passt wahrscheinlich nicht zum Skorpion, der ist zu berechnend. Zum Wassermann, der ist zu leichtfertig, zeigt keine entscheidenden Reaktionen. Und er verhält sich neutral zum Fisch und zum Skorpion. Nun die Jungfrau, vom 22. August bis 23. September. Jungfrau passt sehr gut zum Steinbock und zum Stier. Passt gut zur Waage, zum Skorpion, zum Löwe und zum Krebs. Passt wahrscheinlich nicht zum Schütze, der ist zu leichtsinnig. Fische, zu launisch, schwer ansprechbar. Und Zwillinge, unzuverlässig, unstet. Verhält sich neutral aber zum Wassermann und Widder. Nun die Waage. Vom 24. September bis 23. Oktober. Waage passt sehr gut zur Waage und Wassermann. Passt gut zum Skorpion, Schütze, Löwe und Jungfrau. Passt wahrscheinlich nicht zum Widder, der ist zu aggressiv und brüsk. Steinbock, der ist zu langweilig und schwerfällig. Und Krebs, erdrückend in seiner Zuneigung und Fürsorge. Verhält sich neutral zum Fisch und zum Stier. Nun der Skorpion, vom 24. Oktober bis 22. November. Skorpion passt sehr gut zum Fisch und zum Krebs. Passt gut zum Schütze, Steinbock, Jungfrau und Waage. Passt wahrscheinlich nicht zum Wassermann. Der ist zu unpersönlich, aufreizend, distanziert. Und der Stier? Ne, da prallen zwei starke Willen aufeinander. Und der Löwe ist einfach zu arrogant und protzend. Waage verhält sich neutral zum Widder und zum Zwilling. In Teil 3 geht es weiter mit den Tierkreiszeichen Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Also bis bald, eure Deria.